Aber ich finde es schön, die Jungs mal wieder so basteln zu sehen. Irgendwie finde ich das. Ist das wirklich alles? Mich spricht das irgendwie vielleicht aktuell gerade oder generell, aber mich spricht das irgendwie mehr an. So ein bisschen klein, Biwak-mäßig im kleinen Sinne Lagerbau. Wir gucken rein bei Gerrit und Andi. Und zwar haben die mal wieder einen Overnighter gemacht. Overnighter im Regen. Übernachtung im Dauerregen, uriges Biwak im Wald, Bushcraft Survival Outdoor. Thumbnail sieht schon sehr geil aus. Hier haben sie schön verschiedene Sachen gebaut mit drei Beinen und so weiter. Wir gehen rein. Wenn ihr wissen wollt, warum wir das alles bei haben. Alter, was haben die denn alles dabei? Holy shit. Vor allem, das sind ja schon diese riesigen Rucksäcke. Dann bleibt dabei. Das ist ja schon ein 100 Liter Rucksack. Da ist nochmal alles außen dran. Nice. Tachchen, Leute. Tachchen. Wir sind heute mal wieder draußen in unserem wunderschönen Wald unterwegs und haben heute was Schönes vor. Wir sind nämlich schwerstens beladen. Ihr habt schon gesehen. Wir haben nämlich richtig Bock auf so ein etwas, ja, auf so eine urige Übernachtung und mit viel, viel Lagerbau diesmal. Ja, ein bisschen was anderes mal. Hoffentlich gefällt es euch und jetzt starten wir direkt rein. Erstmal ein paar Aufnahmen zum Reinkommen. Oh, mit Kameramann oder was? Das sieht aus, Alter. Scheiße, sind die berödelt. Hä? Das ist doch aus einem... Warte mal. Aus was für einem Video war das? Das haben wir doch auch gesehen. War das dieses IKEA-Video? Oh, das regnet aber ganz schön. So, da sind wir an unserem, ja, ich sag mal, Außenposten. Ja. Ihr kennt das Ding hier, diesen Aufbau schon vom Sam vs. Wild Video versucht. Ah, das war Sam vs. Wild Video. Mhm. Da werden wir jetzt erstmal über eine Plattform einen Tarp spannen, ja, um die Sachen trocken unterzubringen, denn es hat angefangen zu regnen perfekt. Man merkt richtig geil bei den beiden gerade so im Intro noch richtig Bock, richtig geil. Wir machen schön Overnighter, bisschen Lagerbau. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, dies, das. Gerrit, gar keinen Bock mehr. Andi, ja, 50% versucht es noch zu verstecken. Aber du merkst einfach so eine Szene später, wahrscheinlich 5 Minuten später, nachdem sie ein paar Beauty-Aufnahmen gemacht haben, komplettes Wetter umgeschwungen und denken sich so komplett reingeschissen. Gar keinen Bock mehr. Andi, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Scheiße jetzt hier. Aber wir brauchen mal wieder ein Video. Wir könnten doch einfach auch mal wieder bauen und danach nach Hause fahren. Jetzt müssen wir hier draußen pennen. Alles wird nass. Perfekterweise. Relativ doll sogar. Aber ist nicht so schlimm. Genau, der Plan ist jetzt... Gerrit hat gar keinen Bock. Ist so geil. 2 Tarps erstmal aufbauen, dass die Ausrüstung trocken bleibt. Und dann können wir ganz... Dieser Blick, Alter. Er will nicht. Er denkt sich so, nein, Abbruch. Ich muss ja keinem mehr was beweisen. Was soll die Scheiße? In Ruhe, schön das Lager. Dieser Blick. Ja, ausbauen. Wir haben nämlich einiges vor. Wir dieser leere Blick. Ein paar Wände ziehen, vielleicht eine kleine Überdachung bauen. So eine. Gerrit denkt so, was für Überdachung bauen, Digga. Es regnet, ich habe gar keinen Bock mehr. Fürs Feuerholz und so, es soll richtig geil werden auf jeden Fall. So ein kleiner Außenposten, wie gesagt. Ja. So. Nicht lang schnacken, erstmal mal trocken machen. Alter Schwede. Oh, herrlich, ey. Schon ein bisschen witzig auch. Ich hab mir mal eine neue Machete gegönnt. Hashtag Tom McElroy oder wie er heißt, grüßt. Ich fand die so geil, ich muss mir die auch holen. Und was soll ich sagen? Das macht Spaß. Die ist auch von Condor. Erkennst du schon am Material und Griff. Tatsächlich. Ist die gleiche Firma, gleiche Bauweise von meiner Machete, die ich auch hatte. Ich habe sogar noch eine andere Machete von Condor, die den gleichen Griff hat, aber vorne anders gebaut ist. Spaß. Muss man natürlich noch ein bisschen üben. Ungewohntes Werkzeug. Aber scharf ist er. Wer jetzt von euch wissen will, was hier alles im Rucksack ist, was wir alles an Ausrüstung für so eine Übernachtungsvideo mit haben. Der klickt jetzt mal hier oben rauf, da kommt ihr zu unserem Zweitkanal, ja. Da ist Gerrit und Andi. Und da wo soll ich hinklicken hier oben? Hier? Da passiert nichts, Andi? Wie ein Video abgedreht, ja, was alles... Auf die Uhr später ansehen? Oder auf Teilen soll ich drücken? ...in unserem Rucksack drin ist. Ja, ganz recht. Ja, Zweitkanal,
kommen so 2-3 Videos. Wir probieren 3. Wir schaffen 3. 3 Videos die Woche. Einfach extra Content. Hier und da auch mal eine Live-Reaction. Aber zum Großteil einfach nochmal extra produzierte kleine Videos, wo wir einfach alles machen, worauf wir Bock haben. So, Freunde, wie gesagt, als allererstes Tarp rüber. Okay, die Tarps sind schon geil, ne? Also, die muss ich sagen, feig. Sieht aber sehr, sieht nicht nach 3x3 aus, oder? Was ist das? 3x4? Aber gut, werden sie vielleicht in dem Video sagen, in dem Ausrüstungsvideo dazu. Vor Regen schützen. Genau. Alter. Achtet mal drauf, dass die Naht hier schön... Ja, na klar. Naht hier schön, guck mal hier. Dass das ordentlich ist. So, und dann gibt es jetzt gleich noch ein paar Heringe. Gut, dass es nicht so windig ist, weil jetzt ist ja die Ausrüstung schon mal grob geschützt. Das reicht ja schon mal. Angeblich. Das können wir eigentlich ganz kurz mal bei mir auch machen, dann ist es wirklich schon mal geschützt. So. Vorteil, wenn man zu zweit ist, man kann im Team arbeiten. Geht alles schneller und ein bisschen flüssiger. Das ist auch immer unser Tipp, sucht euch irgendeinen anderen Dulli, der auch Bock drauf hat. Ja. Na klar. Ein Autobuddy. Matthias Dittke nämlich. Grüße gehen raus. Gut, jetzt spannen wir das Ding ab. Bring schön auf Zug, Andi. Ja, ja, klar. So? Ja. Ja, das ist schon geil. Ach, könnte doch 3x3 sein, ne? Warte mal kurz. Ja? Ich würde hier gerne nochmal ein wenig runterrücken wollen. Ja? So, jetzt. Damit es da nicht rausflutscht. Du bist ja scheiße clever. Ja, einfach so. Ist geil, ne? Ey, bist du ein cleveres Frettchen, Alter. Ist doch unfassbar. Andi weiß immer wieder zu begeistern. Wenn ich 8 Stunden geschlafen habe, wird es nicht sicher von mir. So ein cleveres Frettchen. Geil, auch eine geile Bezeichnung. Cleveres Frettchen. So, jetzt haben wir nicht so viele Heringe mit. Ist aber nicht schlimm. Da braucht ihr quasi nur so ein Ding hier. Einen schönen kleinen Ast mit einer Astzweigung, sage ich mal. Macht da ein bisschen kürzer, spitzt da kurz an und schon habt ihr einen schönen Hering, den ihr reinjagen könnt. Und hier, der fixiert quasi das Zelt bzw. die Schnur. Kleiner Spoiler. Nee, nicht Spoiler. Kleine Anmerkung. Klar, macht jeder anders, machen die Jungs so. Aber diese komische Astkabel da oben, die brauchst du überhaupt nicht. Du kannst einfach einen stinknormalen, geraden Stock nehmen. Das mit dieser komischen Verzweigung da oben und dieser Ast und diesem Nippel da und diesem Astzweig ist völliger Quatsch. Also brauchst du einfach nicht. Macht's nur unnötig kompliziert. Du kannst einfach einen stinknormalen Stock nehmen. Und jetzt, Leute, kommt wieder mal auch der Backseat Survivor zum Vorschein. Ich habe was vorbereitet. Paint. Pass auf, wisst ihr warum? Pass auf, hier, Erdoberfläche. Ne? Unten ist Erde, oben ist Ding hier so. Das hier ist die Erde, ne? So, hier oben ist halt so, das hier ist so Gras und so. Hier, ihr versteht, ne, wie es ist so. Jetzt pass auf, jetzt kommt hier, woher auch immer, von hier oben ein Stück Schnur. So, und mal als Veranschaulichung im Blau, ihr müsst natürlich den Hering im 90-Grad-Winkel, also hier so reinkloppen. Weißt du, das ist jetzt ein Stück Holz, mal ist jetzt dick dargestellt, ne? So, und da braucht ihr, hier einfach schön rumgewickelt mit einem Knoten, bla bla bla, da braucht ihr kein Zwirbelding dran, das braucht ihr nicht. Wichtig ist nur, dass ihr den Hering, ihr dürft den Hering nicht so reinmachen, Holzhering wie auch immer, ne? Das ist, also so ist halt falsch, weil dann flutscht euch das nach oben so einfach weg. Ihr müsst einfach hier einen sogenannten rechten Winkel haben, bupp, so angezeichnet. Und da braucht ihr auch nicht irgendwie irgend so ein komisches Ding da oben raus. Einfach stinknormales Stück Holz. Folgt mir gern mehr für weitere Paint-Tutorials auf StudiVZ. Ja, und davon stellen wir jetzt noch welche her. Wir brauchen nämlich 6 Stück. 4 haben wir schon. Gerrit macht gerade den Nummer 5. Da brauchen wir noch 2 Stöcker. Die hier spitzen wir auch beidseitig an. Bringen das alles schön auf Spannung. Weil umso gespannter das Tarp ist, umso besser fließt der ganze Regen halt ab. Also natürlich geht das auch mit diesen Zweigungen natürlich auch ohne Probleme. Aber ich finde, es macht die Suche halt deutlich komplizierter. Weil du kannst das, ist das Andi, ist das Gerrit? Ich weiß gerade nicht, ich glaube, es ist Andi. Gerade hier absägt, kannst du auch super zum als Hering nutzen. Ja, so ein Stock. Da brauchst du keine Verzweigung. So, voll auf Spannung! Auch wenn du das für dafür nimmst, ohne Schnur. Einfach im 90-Grad-Winkel. Ja, ne? Alter, ich bräuchte jetzt hier irgendwas zum Knüppeln. Ja, ich auch. Ich hol mal ein Beil. Drei drin den Aal. Oh, 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 oh. Guck mal, da haben sie, glaube ich, auch einen ohne Astgabel genommen. Wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall ist es ein geiles Tarp. Ist cool. Gefällt mir optisch sehr. Schräg.
Ah. Und jetzt voll rein, voll rein. Gucke mal, gucke mal. Wie ich es gesagt habe, schön im 90-Grad-Winkel im Verhältnis zur Schnur. Und dann brauchst du ja gar keine Verästung dran. Dann geht das einfach auch so. Alter, da ist jetzt wirklich Zucht drauf. Okay, vielleicht war da auch eine Verästung dran. Alter, ist das geil. Natürlich darfst du die dann nicht komplett reinknüppeln, ist logisch, weil dann flutscht es oben drüber, ne? Du musst immer ein Stück oben rausgucken lassen. Lieber lang genug machen, die Erdnägel. Ja. Ehringe. Zieht ein bisschen straff hier. Aber wenn die natürlich bis komplett ins Erdreich reindümpeln, dass sie quasi komplett im Boden verschwinden, dann brauchst du dieses Arsting da schon. Extra für mich. Lego. Aber auch krass, dass die ja, gut, beim Arbeiten ist nochmal was anderes, ne? Aber dass die jetzt gerade bei sowas, bei so einem Overnighter sogar noch einen Kameramann mit dabei haben, obwohl die ja zu zweit sind. So muss sein. Reicht auch 4 Haken. Aber dann brauchen die sich natürlich um nichts mehr Gedanken machen, können einfach sich mehr auf das alles fokussieren, ne? Sonst müsste immer einer Film oder Stativ oder so machen. Okay, Elefantenhaut, Decke, doppelt gelegt. Ein Fell, noch ein Fell, noch eine Isomatte, aber als Kopfkissen oder was? Schlafsack, würde mich mal interessieren. Ich würde mal schätzen, Defense 4. Kopfkissen. Tada. Tada. Das Ding steht. Und so ist der Plan nachher. Ich lege mich dann so rum. Du liegst so rum? Ja. Okay. Hä, na klar, so. Wenn es dann zu warm, dann lege ich mich wieder anders. Ich glaube, du hast dich letztes Mal in die Richtung gelegt, weil der ganze Rauch dir in die Fresse reingebolzt. Echt? Ich glaube ja. Freunde, ich lege mich so rum, da lang. Also ich würde auf jeden Fall gefühlt mit dem Kopf hier oben schlafen, so vom Empfinden her. Wir werden sehen, aber ja, kann schon so. So, hier kommt Feuer hin, haben wir schon mal ein bisschen sauber gemacht, von dem nassen Holz weg alles. Gerrits Setup, richtig geil. Das sieht richtig gemütlich aus mit den Kissen da, Alter. Die Kissen sind auch urig. Ja. Also seid ruhig. Und wir haben das extra so gebaut. Das haben wir ja letztes Mal oder damals auch schon mal so gebaut. Das sind mehrere Kissen hier, ne? 2, 3 oder so? Hinten haben wir richtig viel Platz. Und da kommt dann quasi das Feuerholz hin. Ah. Genauso wie bei mir. Und dann können wir nachts einfach nur schön im Schlafsack immer schön ein bisschen das Feuerholz nach. Ist geil, ist geil. Das hat letztes Mal auch sehr gut geklappt. Ja. Ja, also immer beim Übernachten ist eine große Fläche, die trocken bleibt, eigentlich sehr wichtig. Ja, Feuerstelle schön da dran, dass sie noch wärmt auf jeden Fall. Damit hier auch alles nochmal einmal durchtrocknen kann. Ja, und genau, und jetzt wollten wir ja und Funkenflug schön auch mal auf den Schlafsack geht. Bauen. Wir haben ein bisschen Bock, das ein bisschen geiler zu machen noch. Das heißt, wir wollen hinten vielleicht eine gerade Wand ziehen, ein bisschen dicker. Und vorne so 2 kleine noch, damit wir so ein kleines Mini-Shelter, sag ich mal, haben. Ja. Aber sagt ehrlich, Gerrit und Andi stehen auch für Wände bauen, oder? Das war schon immer so. Auch bei den anderen Camps, da werden immer erstmal Wände gebaut. Da wird erstmal alles richtig schön eingefärcht. Erstmal Wände machen. Fühlt sich ein bisschen geschützter, sieht geil aus. Und ja, das machen wir jetzt, würde ich sagen. Hier nicht irgendwie ein Hacklotz oder, na gut, sitzen können sie da drauf. Oder irgendwelche Sachen, die man quasi für irgendwas benutzen kann. So. Sondern da werden erstmal Wände gezimmert. Ein Eingang auf jeden Fall. Ein Eingang, eine Tür, Türrahmen. Das wird geil, glaube ich. Wird richtig geil. Ich frage mich gerade, wie wir es machen. Machen wir hier einfach so von Tab Innenfläche nach hier hin so dicht? Ja, würde ich auch machen. Hier so gerade, ja. So eine kurze Wand. Ja. Hier bei mir auch so gerade. Eine Wand. Und hinten einfach so parallel hierher. So parallel dazu. Zack. Ja. Okay. Das ist geil. Und das machen wir jetzt. Angriff. Material sammeln, viel sägen, viel anspitzen und dann stapeln. Let's go. So, ein paar tote Bäume gesucht hier. Nicht wegschmeißen. Trockener Zunder, hört ihr das? Es klackt sehr laut. Heißt, Stammnähe ist eigentlich immer trocken. Nicht immer, aber... ausreichend. Trocken. So, Obacht. Sterben wir jetzt? Oh Gott. Kurz ein bisschen erst entasten, das muss auch jetzt gar nicht so toll sein. Hauptsache, man kann nicht übereinander stapeln. Ach so, ja, für die Wand. Ich dachte mir gerade, warum entasten die das für Feuerholz? Jetzt wird gestapelt. Aber klar, ist ja für die Wände. 3, 2, 1, ciao. Chat, ich habe was entdeckt. Es hat... Schreibt in Chat, wer hat's entdeckt gerade? Nee. Nee.
So nicht, meine Freunde, so nicht. Ihr glaubt, ich sehe das nicht. Ich hab's gesehen. Chat, wer hat's mitbekommen? Pass mal auf. 3, 2, 1, ciao. Ha! Erzählt mal! Wer guckt die Videos jetzt mal richtig intensiv? Wer kennt sich ein bisschen aus mit der Materie? Hab nicht hingeschaut. Wurde da etwa mit falschen Würfeln gespielt? Was für Würfel? Color Grading falsch? Nee. Nochmal? Ihr rafft's nicht. Weil ihr mit euren Augen, ihr seid gar nicht dabei. Nochmal bitte. Andere Jacke, andere Kamera? Nee. Viel geiler. Nee, Gerrit und Andi, ich hab euch an den Eiern. Pass auf. 3, 2, 1, ciao. Hä? Chat. Anderer Tag, anderer Wald, nein. Aber David hat's rausbekommen. David ist der Einzige, der es rausbekommen hat. Passt mal auf. Was haben die Jungs gerade gemacht? Die Jungs haben gerade Baum gefällt, entastet, gesägt für ihre Wand. Und jetzt passt mal auf. Jetzt wird gestapelt. Was fällt denn euch auf? Hahaha! Ich hab euch, Jungs! Ich hab euch! Guckt euch mal die Schnittkante an von den Bäumen. Ja. Wo sind denn die Baumstämme her? Die sind doch alle schon längst vorbereitet. Guck mal, wie schön dick die sind, wie die Schnittkante schon verpilzt und alt ist. Da wurde mal schnell für, ne? So nämlich. 3, 2, 1, ciao. Hier sieht man es auch, guckt euch hier an. Das sind alles das sind bestimmt Stämme irgendwie vom... Aber die haben auch gesagt, die sind bei sich im Wald. Aber die Stämme sind definitiv nicht gerade alle aus dem Wald geholt und vorbereitet. Das sind alles alte Stämme, die alle schon ready irgendwo sind. Ich sehe es doch an der Schnittkante hier. Wir bauen kurz ein bisschen um, weil wir wollen ja hier hinten eine schöne... Leute, ganz wichtig, die letzten 3 Minuten, nehmt das mit Humor. Es ist völlig egal, ob die Stämme jetzt da schon vorbereitet worden sind oder nicht. Ich fand es nur witzig. Weil ich dachte mir so, ja, Moment, ich sehe das doch, dass die nicht frisch geschnitten sind. Ja? Keine Ahnung, vielleicht waren sie schon mal vorher da, haben das vorbereitet, ist alles gut, alles gar kein Problem. Die sind ja auch bei sich im Wald, haben da bestimmt auch irgendwie vielleicht von ihrem Camp da irgendwie noch ein paar Stämme rumliegen, können sie alles benutzen, alles schick. Ne? Nicht, dass ihr gleich wieder durchdreht. Aber trotzdem krieg ich das mit. Dicke Wand haben, ja. Und da haben jetzt die Seile oder die Schnüre ein bisschen gestört, deswegen machen wir das jetzt hier, die kurze Variante. Es hält trotzdem. Hier, die Spannung reicht quasi. Und dann können wir hier die schönen Stämme... Herrlich, die Schlingels. Die kleinen Schlingel. Warte, was war das hier? Die Frettchen. Nee, was war das? Ich hab schon noch vergessen. Aber ja, so Frettchen. Können wir bis hier hoch eine Wand bauen oder so. Ziemlich geil. Wir kesseln uns hier richtig ein. Die Lösung hier auf Hannis Seite wird jetzt bei Gott nicht so schön wie die auf meiner. Warum? Weil es zu kurz ist. Warum? Weil es zu kurz ist. Ach so. Ey, aber das wird so geil heute, wenn wir einfach übernachten und es regnet. Die Regentropfen auf den Tarp und so. Das Feuer knistert, ist geil. Bock drauf. Ja, ich habe auch mal improvisierte Knoten noch und nöcher machen. Der sieht spannend aus, der Knoten. Ist der Nature One Knoten? MK2? Magst du mir mal so ein Nature One MK2 Knoten. Geil. Cleveres Frettchen. Ja, die Jungs sind clevere Frettchen. Naja, wird schon, wa? Ey, ist ja nur meine Seite, ja. Ist egal. Also, ja, wenn das Tier wegfliegt und ich werde komplett nass, dann ist es so, Freunde, dann ist es so. Survival. Ja. Vielleicht gehe ich ja nochmal ran. Ist das Survival, was die da gerade machen? Sägt sich gut? Ja, voll. So, für Pfeiler säge ich die ganz gerne immer gleich leicht schräg ab. Dann musst du eigentlich nur die andere Seite nochmal anspitzen mit der Axt und dann ist schon fertig, die Sache. Gut. Also ich säge das immer gerne sehr gerade ab, damit ich eine gerade Schlagkante habe und auf der anderen Seite genug Axten kann, weil ich liebe Axten. Ja. Da bin ich auch eher auf Gerrits Seite. Ich würde es auch gerade absägen. Oh, Axten ist geil. Guck mal, hätten sie jetzt irgendwo schon so einen kleinen Hackklotz sich noch vorbereitet? Könnte man da jetzt geil drauf arbeiten. Rein mit der Mopete! Mit der Mopete, Alter. Ich brauche irgendwas, was mehr Bums hat, wa? Noch! Don't try it home! Don't do stupid shit, was das auch geil ist.
Achte, warte, ich mach den Clip gleich nochmal neu. Guckt mal, wie die Axt ist. Ne? Klar, er hämmert ja mit der Unterseite, soll man mit Äxten übrigens nicht machen, ne? Weil dann das Auge sich verformen kann und dann kann man die Axt locker werden. Aber die Schneide hier ist ja quasi zum Kopf gerichtet. So. Und jetzt achtet mal bei der Bewegung auf die Schneide und auf den Kopf von Andy. Bumm, bumm. Du denkst auch jedes Mal, der haut sich das gleich in den Kopf rein. So, so. Einmal das Tarp treffe, ist over. Alter. Werde ich immer. Ja, Kopf ein bisschen zur Seite lehnen. Oh. Ah, herrlich. Aber ich finde es schön, die Jungs mal wieder so basteln zu sehen. Irgendwie finde ich das. Ist das wirklich alles? Mich spricht das irgendwie vielleicht aktuell gerade oder generell, aber mich spricht das irgendwie mehr an. So ein bisschen klein, Biwak-mäßig im kleinen Sinne Lagerbau. Ja, für so einen Overnighter mal eine kleine Wand bauen, so ein kleines, einfaches Lager, anstatt diese riesen XXL-Projekte, wo man so ganze Häuser baut. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, keine Ahnung, ob es euch auch so geht, aber irgendwie das fühle ich gerade viel, viel mehr als irgendein Grubenhaus, Stelzenhaus oder sowas. Weiß auch nicht. Das anregen? Kann da nicht noch ein bisschen mehr kommen? So, Flöcke sind hier gesetzt. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber irgendwie fühle ich das gerade wieder mehr. Schieben. Einfach Rucksack schnappen, rausgehen und so ein bisschen mit einfachen Sachen. Es ist zu dick, es passt nicht rein. Oh Gott, die Flöcke. Ja. Oh. Bisschen noch mal oder was? Ja, ist doch super. So vielleicht? Naja. Alter. Ey, vier wären geil übereinander. Zwei noch? Schaffen wir ja, vielleicht. Ja, easy. Oh, ist geschwindelig. Wie viel das regnet. Vielleicht trinke ich auch gleich was. Boah. Soll bis mindestens 22 Uhr so schiffen. Jetzt die neue Ja, Dinge ich gehe kurz was trinken, dann geht's weiter. Warte kurz. Boah. Du kleiner Mieser. Alter. Ich feier's hart. So. Stamm Nummer 4. Ja. Ja, ist geil. So, es ist wirklich alles sehr, sehr nass. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das Feuer gleich schützen. Gerade haben wir ein bisschen eine Phase, wo es jetzt quasi nicht regnet, sondern nur von den Bäumen noch runter tropft. Es soll aber tatsächlich die ganze Nacht regnen. Deswegen ist jetzt die Chance, viel, viel großes Feuer zu machen, damit es später einfach nicht ausgeht. Das müssen wir dann konstant nachlegen. Wir brauchen mehr Bushcraft ASMR-Videos. Vielleicht eine Idee für April. Spielst du da auf mein Bushcraft ASMR-Video an, wo ich diese Säge gebaut habe oder was? Tatsächlich gingen die Meinungen da ja stark auseinander, ne? Es gab viele, die es halt echt gefeiert haben, so ein bisschen auf einfach nur schöne Naturaufnahmen, Bastelaufnahmen, ein bisschen ASMR-mäßig. Aber viele haben auch gesagt, ja, ist langweilig irgendwie, es wird nichts erklärt, du redest nicht, so, es hat keine Persönlichkeit, ja. Kriegen wir hin. Es ist alles nicht so optimal, will Andi damit sagen. Aber keine Probleme. So, erstmal irgendwelche großen Holzklötze runter. Wir müssen weg. Was sehe ich denn da? Hat da jemand Kaminholz mit? Hat da jemand gerade etwa Kaminholz aus seinem Lager geholt? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ist das etwa wunderbar, schönes, trockenes, originales Kaminholz? Vom Herrn Gast persönlich abgeholt? Mensch, das ist natürlich nicht schlecht. So ein kleines trockenes Kaminholz aus dem Rucksack für eine kleine Feuergrundlage. Ja, jetzt so eine Kerze dazu und dann geht's aber, dann zündet's aber gleich richtig durch. Feuer in 60 Sekunden. Probleme. So, erstmal irgendwelche großen Holzklötze runter. Wir müssen weg von der nassen, feuchten. Das ist safe, Kaminholz, safe. Erde, schlammig, dreckig, eklig. Ach. So, ein paar Baumreste hier. Keine Ahnung, ob das alles brennt. Das stimmt. Aber wird schon. Später ist das ja alles ideal. Ja. Wenn das Feuer erstmal groß genug ist, dann wird das alles so ein bisschen wegtrocknen und dann geht das schon. Aber jetzt erstmal das kleine Feuer bei dieser Nässe ein bisschen erleben zu halten, ist jetzt gar nicht so leicht, aber geht schon. Feuerstall, check. Ihr Bruder, schnell. Danke. Brauchst du ein Messer oder hast du? Messer hab ich. Gut. Reisig brauche ich noch.
ist so Buche oder so weiter, oder nicht? Das ist so richtiges, schönes Kamin-Hartholz hier, oder nicht? Kann man da Kinder erzählen, Leute? Komm schon, Birkenrinde. Ja. Enttäusche mich nicht. Da muss jetzt noch ein bisschen mehr Birkenrinde rauf und dann wird das angeblich. Nicht zu eng. Noch ein bisschen Birkenrinde dazwischen stecken. Ja, sieht gut aus. Ja, schön in mein Lager. So habe ich, Bock drauf. Ausräuchern wegen den Mücken. Wie letztes Mal. Geil. Das kann nicht wahr sein. Schönes rauchloses wärmeloses Rauchfeuer. Hey. Ja, ich glaube jetzt noch nicht pusten, ne? Ja, ja, klar. Ja, das ist doch schon mal besser. Rauch ist weg. Naja, passt jedenfalls. Aha. Bin ich lost? Wurden überhaupt diese zwei Wände da vorne gezeigt, wie die gebaut worden sind? Die Jungs haben doch hier hinten diese eine Wand gebaut. Und jetzt ging es plötzlich zum Feuer. Hä? Und jetzt steht doch hier vorne aber auch eine Wand. Die haben sie gar nicht gezeigt, wie sie gebaut haben. Ja, das ist doch schon mal besser. Rauch ist weg. Naja, passt jedenfalls. Aha, das züngelt richtig schön zu dir. Ich würde mich an deinen. Weiß ich nicht, ob du vielleicht nach da. Ich guck dich jetzt an. Gar keine Augenbrauen mehr. Was ist los, Bruder? Oh, Alter. Hat man das kurz gesehen? Ach, im Zeitraffer. Jo, Freunde. Ja, okay. Ganz wichtig ist als erstmal, ich muss mir meinen Arsch trocknen. Ja, Arsch trocknen. Alter, ist der nass durch den ganzen Regen. Also, wir haben jetzt auch gerade kurz Ruhe. Aber geiles Lager. Ist. Aber es soll wieder anfangen zu schütten. Deshalb jetzt die Zeit nutzen, trocken werden, ordentliche Glut auf dem Feuer aufbauen, dass wir dann gleich schön unser Essen machen können. Seht ihr es, wie ich ausdampfe? Nee. Das muss alles raus. Ich habe heute auch vor, wieder mit Klamotten in den Schlafsack zu gehen übrigens. Okay. So, in der Hoffnung, dass es dann da drinnen auch so alles ein bisschen durchtrocknet. Ja, der ja. Defense 4 ist ja sowieso immer so eine Sache. Ja. Ich werde mit langer Unterwäsche reingehen. Ja. Mal ein bisschen trocken werden, ein bisschen aufwärmen. Und dann gibt's gleich Happa Happa, Alter. Und dann erstmal was essen, Freunde. Ist jetzt schon wieder fast. Wie spät ist es denn schon wieder? Ich weiß es nicht. 19 Uhr fast? Ungefähr dunkel. Es ist dunkel, ja. Ey, ich zähle die Tage echt, bis es wieder so Frühling, Sommer ist. Wenn es wieder schön bis 21 Uhr hell ist. Dann hätten wir noch locker 2 Stunden bauen können, ja. Hätte das auch alles ein bisschen schöner machen können. Wir haben die Zeit wieder ein bisschen unterschätzt. Haben noch vorher ein paar andere Videos abgedreht für den Zweitkanal. Ah, okay. Tja. Deswegen. Alter. Jetzt einen Zeitsprung drin. So. Ich würde mal sagen, der Hähnchenspieß ist on point, oder? Hähnchenspieß? Damit das alle vielleicht ein bisschen schneller geht, dachte ich mir. So ein Dreizack, nur mit 2 Zacken. So ein Schwachsinn. Ja, heißt das dann 2-Zack? Ja, ist ein 2-Zack. Nee, auf jeden Fall wird, glaube ich, gut. Da machen wir das Hähnchen jetzt drauf und dann wird das hier leicht gegart. Entweder es wird halb verbrennen und sehr trocken sein oder roh. Mal gucken. Vielleicht auch beides gleichzeitig. Vielleicht beides gleichzeitig, nein. Wir passen natürlich auf, haben uns, wie gesagt, einfach so einen Stock hier gesammelt kurz. Und ist doch ganz geil hier. So, wir pikern das jetzt hier auf. Okay. Ich dachte, die haben jetzt ein komplettes Huhn, also ein gerupftes. In der Tat ein Dreizack. Ist das so eine gute Idee, Freunde? Haben wir auch noch nicht so richtig gemacht. Ja, so? Klar. Oh. Also Stockbrot funktioniert, dann wird ja auch Stockfleisch auch funktionieren. Ja, klar. Muss. So, Hände waschen. Aber ich hätte es, glaube ich, eher bei der Glut gemacht, oder? Also, obwohl, naja, gut, jetzt ist ja fast schon glutig so. Ich hätte es aber schön. So sieht es jetzt hier aus, Freunde. Das sieht ja aus wie gemalt. Hat Andi vorhin so schön gesagt. Ich schneide es jetzt mal an, um zu gucken, ob es schon essbar ist. Ich würde es mir gönnen. Ich muss euch mal kurz zeigen, wie chillig das ist. Gerrit schon halb im Schlafsack, er liegt und von da in die Feuerstelle wird einfach gebrutzelt. Ja, klar. Das heißt ja nicht, dass es uns schlecht gehen muss, wenn es urig ist. Ne? Geil. Stöpsel das mal da runter. Ja. Also Röstarom hat's. Das stimmt wohl. Oh, heiß ist es. Es ist heißer. Oh, das sieht das gut aus? Aha. Leuchte hin, leuchte hin, wir sehen uns nichts. Entschuldigung, ich war gerade. Oh, jetzt ist es unscharf, warte kurz. Ja, ist gut, kann man essen. Ist durch. Hier geht's relativ rasch. Rasch. Rasch ist auch ein schönes Wort. Recht rasch. Ja, ist super. Geil. Hey, Andi, jetzt Happa Happa. Das schmeckt, ey, da ist ja kein Stimmt, der siehst da nichts dran. Und das schmeckt jetzt schon durch die Röstaromen richtig geil. Weißt du, warum noch? Weil es draußen ist, es ist kalt, es regnet den ganzen Tag. Dann ja, vielleicht auch das. Dann hat dein Körper einfach mal Bock, jetzt was Warmes zu essen. Guck mal, Andi, guck mal. Du Schwein. Ich muss hier noch filmen. Ich darf hier noch filmen. Mmh. Stell die Kamera aus! So. 5 Minuten später meinst du es auch fertig? Anni hat ein bisschen dickeres. Bisschen, ne? Oh, habt ihr schon
das durch ist? Safe. Sieht ganz gut aus, ne? Also ein Spieß. Richtig bediegen aus. So ein Spieß ist schon nicht schlecht. Jetzt wird er gleich abfackeln. Vor allem, der arbeitet ja auch für dich, ja? Der ist einfach da. Ja, klar. Oh, doch, ist wirklich durch. Na dann, Gönjamin. Guten. Na klar. Wenn wir uns hier mal rein in unseren alten Weggefährten, den Defense 4. Ich sag mal so, wir haben das ja alles schon mal gemacht hier. Aber? Ja? Es wird, glaube ich, hart. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass ich hier auch nur so eine Kuhle habe, in der ich ordentlich liegen kann. Schauen wir mal. Da ist der Wurm. Ach schon, die haben ja keine Isomatte drunter, oder? Oder haben die diese Z-Light-Faltmatte drunter? Ist ja Gott im Auge. Wo legst du die eigentlich immer hin, so? Einfach irgendwo random? Irgendwo random? Random? Manchmal, wenn ich das im Tarp oder so zur Verfügung habe, hänge ich das hier in so eine Schlaufe da rein. Mhm, ja. Das passiert mir auch gut und gern mal. Oh ja? Aber fühle ich auch mal wieder hier so mit Mumienschlafsack. Ich fühle den Bildausschnitt gerade. Gab es hier nicht auch mal so einen Klettverschluss, der das hier zusammengehalten hat? Ja, oh, der ist da. Ja, genau. Gar keinen Sinn. Naja, na gut. Naja. Haut da rein. Bis morgen. Ah, wo ist die Kuhle? Komm schon, Boys. Houston, haben Sie da drüben ein Problem? Ich schaffe es nicht. Wie er da rumwurmt, Alter. Oh, wenn der Pullover nass ist und man einfach den nicht über den Rücken rüber bekommt, ey. Das ist ein guter Plan. Ich bin komplett mit Sachen im Schlafsack drin. Weißt du warum? Weil mir das ideal ist beim Defense 4. Ja, aber es ist auch gut, so einen Reudo-Schlafsack zu haben. Ja, ist er wirklich? Den man halt einfach mal so ein bisschen auch mal anders rannimmt. Ey, na klar. Hä, mach ich ja? Mit? Der ganz da kann man auch mal reinschiffen. Was? Modus. Notwendig ist. Nein, er tut's schon wieder. Aktiviert. So, aus mit der Mopete hier. Schön rein hier. Mopete, ey. Freunde, ich kann nur eins sagen. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Höchstwahrscheinlich. Okay. Lasst mich raten, gleich wird Gerrit als erster wach und wird dann Andi wecken. Ob sie gut wird, ist nur in Frage zu stellen. Chosen. Oh, das ist schön, ey. Alter, fühle ich. Also mit Feuer in der Nähe, wenn es nicht zu nah ist, ich fühle es. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen. Kalt war nicht, aber mein Rücken tut weh. Sei mal so. Ich war schon abschachten. Abschachten? Boah, das klingt aber auch ekelhaft, sag ich ganz ehrlich. Abschachten? Und jetzt passiert das, worauf ihr alle gewartet habt. Ja. Und zwar werde ich jetzt Andi wecken. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mir so ein Airhorn mitzunehmen. Das habe ich aber leider zu Hause vergessen. Mal gucken, ob sich Andi das Video anschaut. Dann weiß er Bescheid, was ihm das nächste Mal blüht. Wenn nicht, haben wir ja alle beim nächsten Overnighter ein sehr schönes Erlebnis zum Lachen. Feuer ausgebrannt über Nacht. Ah, oh, guck mal, was ist denn hier noch für ein schönes Stück Holz drin? Mensch! Aha. War mal zu faul nachzulegen. Naja, kriegen wir schon wieder angepustet, ist nämlich noch warm. Und da liegt er, der Aal. Wieder mal in seinem natürlich rückenbrechenden Habitat. Naja, komm, wir machen ihn jetzt mal wach. Dass er davon auch nicht wach wird, ne? Ich wäre davon schon wach, glaube ich. Guten Morgen! Kommt jetzt wetten? Alarm! Alarm! Okay, kommt was anderes. Wir müssen aufstehen! Schnell, Evakuierung, Notevakuierung! Los! Es ist ein Notfall! Also wenn dit so in einer scharfen Situation stattfindet, dann sind wir beide tot. Ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Ach, irgendwas mit Notfall, Alarm, Evakuierung. Also der Schlafsack gefällt mir beim Aufwachen fast am besten, Andi. Ich sag, das sieht wirklich aus wie Safcon. Oh Mann, ey. Wann wirst du denn endlich mal zu Smetbo? Was ist denn da jetzt? Alter, der ist auch komplett nass, Alter. Auch hier unten, wieso ist denn der so nass überall, hä? Guck mal, wie nass der hier ist. Hier auch. So. Raff ich nicht. Ja, wir geben ihm mal so. Alter, warum ist denn dein Schlafsack überall so nass? Ja. Das zieht er jetzt erst. Aha. Alter, der ist ja komplett nass. Guckt euch das mal an. Der ist ja komplett feucht auf einer Seite.
Oh ja, Mann. Was hast du denn gemacht? Du weißt schon, dass du zum Pinkeln eigentlich aus dem Schlafsack raus musst, ne? Alter. Hä? Boah. Das ist ja übertrieben nass. Das sehe ich ja jetzt erst. Aber ich merke innen drin nichts. Ich merke nichts mehr. Das ist wahrscheinlich dann einfach von außen, weil Kondensfeuchte war. Anni ist auch ein bisschen transpirierend. Ja, aber. Du musst ja ein Schweiß sein. Lol, Alter. Oder tropft hier irgendwo. Weiß ich nicht. Weiß man halt nicht. Hä, ne, das ist da aber von außen. Das ist doch nicht von innen durch. Und hier, das muss doch von außen irgendwie raufgetropft sein. Ich, ne? Aha. Das weiß Gott nicht der beste Reisig, den wir hier haben. Aber er ist besser als der, den ich jetzt von draußen holen könnte. Man achte nochmal auf die Schnittkanten dieser ganzen Stöcke, die hier an der Seite sind. Hier gibt's auch mal einen kleinen Pfirsicheistee. Ja, ja, ja. Vorne steht noch die Kunststoffwasserflasche. Der gute, urige Overnighter mit dem Peach-Eistee. Na, na, na. Da brennt's doch schon. Umpa Lumpa hier. Und das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen. Da lag ja echt nur noch so weiße Asche. Und es hat geregnet die Nacht. Ja. Hä? Und trotzdem geht so ein Feuer da noch an. Also das ist auch noch mal jetzt hier, ja, wir haben auch einen Lehrauftrag, den wir eigentlich nicht haben. Dann musst du an die lachen. Deshalb so eine Feuerstellen immer mit ausreichend Wasser oder Pipi ablöschend. Weil sonst Waldbrand. Herrlich. So ein Feuer ist einfach geil. Feuer ist auf jeden Fall am Start und jetzt gibt's fett Frühstück. Und zwar... Hier hinten erstmal schön das Sandmännchenkäse. Schönes Dinkel-Skirrbrot. Wieder auf Urich angelehnt. Hier vorne das geile Brot. Und dann hinten Skirr. Sandmännchenkäse. Und dazu darf natürlich nicht fehlen, ein bisschen Käse. Unser Sandmännchen, feine Käsesterne. Was zur Hölle, Alter. Freunde, bisschen Käse. Ja, und Gerrit hat auch noch was ganz Schönes. Digga, Bärchenwurst. Biohamilch. Geil. Sponsor hier noch Bärchenwurst. Streichfett. Und Himbeeren. Oh, Himbeeren hat ja auch richtig Bock. Soll ich dir schon mal direkt meine... Ja, hier, guck mal her. Ins Feuer bitte. Schön gequetscht, jetzt hast du einen Smoothie. Auf Urich angelehnt heute mal. Zum ganz uriges Frühstück. So, dann wollen wir mal... Ach, herrlich. Lange Scheiben abschneiden hier. Lang und dick. Stimmt's, die fertig Fuchs-Mini-Würstchen fehlen noch. War natürlich in der Nacht im Regen noch nebenbei selbst hier backen. Am Stock. Am Stock? Oder die Stockbrot. Schönes Stockbrot, ja. Nee, Leute, das ist gelogen. Wir haben es vom Brotbaum gepflückt. Das stimmt. Die sind aber auch nur, die tragen nur im Winter. Genau. Aber wir haben ja jetzt Winter. Vom Affenbrotbaum. Vom Affenbrotbaum. Ja, hat Sinn. Ne? Ja. Alter, ziemlich fluffig, würde ich mal sagen. Was viele nicht wissen, Affen mögen Skirr sehr gerne. Und Dinkel. Ja, da wird hier erstmal auch geguckt. Oh, warte, ist der Kameramann wieder da, oder was? Wir haben fürstlichst gefrühstückt. Ja. Bärchenwurst und Sandmann-Gouda ist halt wirklich Gewinnerfrühstück, muss man einfach mal so sagen. Kindheit, hallo. Ja, war sehr lecker. Naja, dann muss jetzt irgendeiner das Giraffe jetzt hier aufräumen, wa? Ja. Andi. Ich gehe dann jetzt mal ganz entspannt wohin. Verdammter Kleiner. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen abbauen, genau. Und gucken mit den Tarps, die sind ja sehr, sehr nass. Die müssen natürlich zu Hause aufgehangen werden, sonst schimmeln die. Weil Baumwolle. Ja. Kleines Feedback jetzt auch nochmal zu den Tarps. Wir haben sie jetzt ein paar Mal benutzt. Mhm. Ich mag's. Aber? Dass sie aus Baumwolle sind, dementsprechend halt bei Funkenflug keinen Schaden nehmen. Aber? Aber sie sind schon sehr unpraktisch. Also ist jetzt nichts für eine Tour unterwegs, würde ich sagen. Nee, würde ich auch nicht mitnehmen. Oh, genau, so Basecamp eher. Ja, weil sackschwer, wenn die nass sind, noch sackschwerer und sehr, sehr unhandlich und grobes Packmaß. Also aber für euer Camp, Vorteil, ihr könnt ganz, ganz nah am Feuer nochmal abbeißen, bitte. Euer Lager bauen. Weil ja, das stimmt. Halt nicht. Das ist ziemlich geil. Es schmilzt halt nicht, das Tarp. Also für solche Zwecke perfekt. Da man jetzt auf Ultralight in den Alpen unterwegs ist, vielleicht was anderes mitnehmen. Für eine Tour nicht. Wir haben jetzt alles abgebaut,
rückgebaut, also rückgebaut wie rückgebaut, ne? Wir wollen ja, dass das so stehen bleibt. Das ist jetzt einfach mal so ein Rückzugspunkt für uns, ja, wo man immer mal wieder hingehen kann, wenn man Bock, ja, hat, so ein bisschen. Nächstes Mal vielleicht da noch eine kleine Mauer, ein bisschen da hinten noch ein bisschen basteln. Wir basteln hier ein bisschen noch weiter, haben wir Bock drauf. So am Ende ist hier Bushcraft Camp 3.0 am Start. Nein, wir bleiben kompakt und klein hier so. Das ist unser Area hier. Ja, ein bisschen zurückhaltender bauen. Genau, es ist so cool. Und es wärmt so gut, ich feiere es. Ich feiere diesen Standort hier. Was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dass hier eine Stange drin liegt, die ein bisschen doll in den Rücken drückt. Beim nächsten Mal, ich schwöre, bei allem, was mir lieb und teuer ist, tausche ich sie aus. Es hat mir so den Rücken zerbolzt. Das wird er nicht tun. Ja. Freunde, geil. Es war geil. Ein inneres Fußbad. Freunde, und jetzt lieber eine Frage an euch. Wie hinterlasst ihr so eine Feuerstelle? Also was tut ihr? Löscht ihr da mit extra Wasser, was ihr dabei habt? Oder mit einem Bio-Schaumlöscher? Keine Ahnung. Pinkelt ihr einfach rauf? Ich habe meistens immer tatsächlich so einen großen 60-Liter-Kanister Sprit dabei, den ich da reinkippe und dann nochmal so ein bisschen auf alles, was drumherum steht. Dann so mache ich das meistens immer. Und dann renne ich schnell weg. Schreibt's mal in die Kommentare. Freunde, ereignisreiche 2 Tage liegen hinter uns. Weil das Ding ist, kann ich jetzt ja auch offiziell sagen, ne, alle reden immer von Rettung der Erde und Umweltschutz und sowas. Ich bin ganz klar für den Weltuntergang. Ja, und da muss man halt auch ein bisschen was dafür tun, damit diese Apokalypse wirklich auch kommt, auf die wir hier die ganze Zeit hintrainieren. Von daher bin ich Fraktion Weltuntergang. Ganz einfach, so ist es. Waren geile 2 Tage, aber auch sehr, sehr nasse 2 Tage. Dadurch hat alles länger gedauert, aber vom Prinzip her kein Problem. Und der Kreuzzerberst nur 2 Tage, das will ich auch nochmal erwähnen. Hat aber auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Und wenn ihr so eine Sachen und weitere Projekte nicht verpassen wollt, sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr, Freunde. Also bis dahin. Ciao. Ja, cooles Video. Wie gesagt, Leute, nehmt das nicht so ernst da mit irgendwelchen Schnittstellen und bla und so und Schlinge hier und da. Ich, Gerrit und Andi verstehen das bestimmt auch. Ist ja alles nur spaßig gemeint. Ich fand das Video sehr, sehr cool. Ich mag tatsächlich die Overnighter, so ein bisschen Touren draußen, kleiner, minimalistischer, fast noch ein bisschen mehr als irgendwelche großen Bauprojekte. So ein bisschen das ja, wo alles irgendwie her entsprungen ist. Hat mir sehr gut gefallen. Schaut gerne bei Gerrit und Andi auf jeden Fall vorbei.